Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. Jetzt haben wir gesehen, es funktioniert. Es funktioniert mit dem Rev. Aber jetzt möchte ich noch eine andere Methode, weil eigentlich wollen wir diesen Operation Code da drinnen ja setzen. Okay? Das heißt, eigentlich ist das Rev ja schon zu viel. Ich muss was hineingeben, dass ich wieder was zurückbekomme. Ja? Deswegen gibt es in C-Sharp auch noch den sogenannten Out-Parameter. Wie funktioniert der? Wie wird das gemacht? Bei der Definition machen wir wieder Static. Die Methode kann wieder einen Typen haben. Ja. Sie hat natürlich wieder einen Namen. Und jetzt bei den Parametern, wenn ich einen Parameter haben will, der nur rauskommt, der nur praktisch aus der Methode herauskommen muss, aber nicht hinein, dann kann ich schreiben out. Und dann mache ich Type B, den Typ des Parameters, und dann machen wir einen Parameter. Param1. Klammer zu, geschwungene Klammer auf, geschwungene Klammer zu. Da kann ich drinnen programmieren. Und der Aufruf. Wie schaut der Aufruf aus? Nun, ich habe wieder einen Variablennamen. Ist gleich. Und dieser Variablenname ist natürlich wieder eine Variable vom Typ Type. Vom Typ Type. Falsche Form. Gut, da hat sich noch nichts geändert. Ja? Und natürlich weise ich diese Variable wieder das Ergebnis der Methode zurück. Und jetzt machen wir Klammer auf und da schreiben wir jetzt out und wert 1. So, und dieses wert 1 ist wieder eine Variable vom Typ TypeP. So, dieses out sagt nun, hallo, das kommt aus der Funktion, aus der Methode heraus. Ja? Das Wert 1 muss deswegen nicht initialisiert sein. Wenn ich da ref hinschreibe, muss das Wert 1 vorher einen Wert haben, dass ich den übergeben kann. Okay? Wenn da out steht, dann so, okay, passt. Die Funktion wird dafür sorgen, dass dieser Wert einen Wert bekommt, ja, dass Param1 einen Wert bekommt. Das heißt, hier muss irgendwo stehen, Param1 ist gleich irgendwas. Ja. Die Zuweisung muss erfolgen. Es kann nicht sein, dass eine undefinierte Variable hineinkommt und nichts zurück. Ja, das gibt es nicht. Das kann der Compiler überprüfen. Und deswegen sagt er, aha, pass auf, da ist eine Out-Variable, da ist keine Zuweisung zu dieser Out-Variable, da stimmt was nicht. Ja? Da stimmt was nicht in deinem Programm, das hilft mir, bessere Programme zu schreiben. Also dieses Out funktioniert eigentlich sehr ähnlich wie das Ref. Ja? Ich kriege was zurück von der Methode, aber ich muss was zurückbekommen. Das ist der Sinn von out. Das heißt, eigentlich haben wir bei value, da geht es nur eine, ja? Dann haben wir out, hier, dann geht es nur zurück, ja? Muss ich was zurückbekommen, und dann haben wir reference, ja? Bei reference, das geht dann in beide Richtungen. Aber es muss halt schon vorinitialisiert sein. Ja? Ich schreibe das nur hin, wert 1, muss
vor dem Aufruf nicht initialisiert werden. Sie muss also keinen Wert beinhalten. Dafür muss die Methode zwingend einen Wert zuweisen. Das haben wir bei Ref nicht, gell? Bei Ref brauchen wir keinen Wert zuweisen. Den können wir verwenden, können dann zuweisen, müssen aber nicht. Ja, also das wäre der Out-Parameter. Das wäre sogar das Sinnvollere für unsere Anwendung. Deswegen bauen wir das um auf einen Out-Parameter und programmieren nur ein bisschen was dazu. Ja? Der Out-Parameter. Jetzt haben wir alle Übergabe-Varianten abgedeckt. Ja? Schauen wir uns das noch an, ob das tatsächlich so funktioniert, dass ich das jetzt nicht initialisieren muss. Werden wir sehen. Ja? Für dieses Mal. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.